Heute testen wir, welche Meta besser ist, Waluigi Wiggler oder Yoshi Terry Buggy. Und heute fangen wir an mit Waluigi auf dem Wiggler. Kleine Reifen und natürlich dem Paperglider. Oder man könnte auch Wolkengleiter nehmen oder irgendwelche anderen leichten Gleiter, wie zum Beispiel hier den zum Beispiel. Aber wir nehmen einfach den Paperglider, weil das der ist, den die meisten Leute benutzt haben. Also, legen wir los. Aber zuerst solltet ihr unbedingt liken und abonnieren. Und wie das Ganze ablaufen ist, wir werden mit beiden Kombos 6 Runden fahren und am Schluss ermitteln, mit welchen wir die beste Durchschnittsplatzierung erreicht haben. Das kann jetzt natürlich glückabhängig sein, es kann rundenabhängig sein, das heißt, es muss gar nichts aussagen über die, sagen wir mal, die Stärke der Combo, aber einfach nur, um das mal einigermaßen wissenschaftlich und lustig zu erkunden, werden wir 6 Runden spielen und das Ganze dann vergleichen am Ende, mit welcher Combo wir die beste Durchschnittsplatzierung haben. Fängt schon mal gut an mit Waluigi, dass wir das Item, dass mir die Items geklaut werden, das ist ja schon mal wunderbar. Und ich verstehe immer noch nicht, wie ich diesen Shortcut nehmen muss, dass man oben durchgeht, dass es schneller ist. Aber egal. Wir sind auf DK Schikane. Ja, DJ, genau. Ich kann diesen Shortcut immer noch nicht consistent, aber ich versuche ihn jetzt trotzdem. Weil wahrscheinlich können ihn sowieso jeder. Wahrscheinlich kann ihn jeder in diesem Raum, deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Oh, gar nicht so schlecht. Ja gut, doch, dass die Landung hätte besser sein können, aber egal. So, zweiter Platz. Erster ist vor mir. Scheiße, ich wollte oben lang. Oh, das war so. Nein! Normalerweise kann man, wenn man einen Mini-Turbo in die Rampe zündet, kann man da besser. Kann man da besser oder beziehungsweise schneller durchgehen. Ich habe es in meinem Fall jetzt gefällt. Aber ey. Wenn wir den Shortcut jetzt noch ein paar Mal hinkriegen, noch zweimal oder mindestens einmal, das wäre ganz schön. Alter, was war das denn? Der war ja so schnell weg. Vom Fenster! Oh, oh mein Gott. Machen wir zwei. Damit. Oh shit. Wen trifft's? Wahrscheinlich niemanden, ne? Weil ich glaube, die Blue Shell hat eine meiner Red Shells zerstört. Okay, Waluigi, komm. Oh mein Gott, viel zu weit. What the fuck? Wie ist das passiert? Hatte ich den Orangenen? Heilige Scheiße. Ja, das ist nicht so gut jetzt. Das ist überhaupt nicht gut. Mann, ich krieg das nicht hin. Bin doch zu dumm dafür. Ah, Banane. Oh mein Gott. Alter, zum Glück ist er da reingefahren. Ich glaube, ich behalte den Pilz erstmal noch, falls ich jetzt gehittet werde und mich recovern muss. Zweiter Platz, ey. Das Pack ist genau bei mir. Das sind alle. Wir haben gar keinen Vorsprung. Der weiße Yoshi, der kann chillen da vorne. Der kann. Oh nein. Braucht den Stern, braucht den Stern, braucht den Stern, braucht den Stern. Okay, bisschen Breakaway. Aber nicht zu viel. Oh mein Gott, an mir vorbei. Nice. Der auch an mir vorbei. Oh, nein, der war schlecht. Aber egal, ich bin durch. Und... ja, irgendwie so. Ja, oh mein Gott, der war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Sehr nice. Okay, erste Runde, zweiter war Luigi. Schreiben wir auf. Notieren wir so. Ach nö, Excitebike. Okay, ich stelle mich schon mal auf eine schlechte Platzierung ein, weil ich kann diese Strecke einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann sie einfach nicht. Das wird happig jetzt. Aber okay. Wir haben Yoshi Scooty, wir haben Yoshi Biddy Buggy, wir haben Yoshi Teddy Buggy, wir haben alles in der Lobby. Guck mal, hinter uns auch. Da, oh mein Gott, Schafdriften, okay. Das ist selten. Ich sehe sehr selten Inward-Driften in letzter Zeit. Liegt vielleicht an meiner Elo, weil da sich alle denken, okay, ich mach das, was die YouTuber machen und pick einfach mal Yoshi Teddy Buggy. Oder halt irgendwas anderes mit Scooty oder so, I don't know. Naja, egal. Aber dafür, dass ich gerade so schlecht von der Map geredet habe, ist erster gerade gar nicht so bad. Oh, ich hätte oben lang gemusst. Oh. Und ich habe letztens erst rausgefunden, dass ich aber nach vorne mit dem Stick muss, um schneller runter zu landen. Was ein Trick gewesen wäre, den ich eigentlich schon lange hätte wissen müssen, aber der mir auf dieser Strecke nie eingefallen ist. Klar, ich wusste ihn, auf anderen Strecken zum Beispiel, wo auch viele Rampen hintereinander kommen. Aber auf der Strecke... oh mein Gott, er wollte mich mit der Banane snipen, bis er... Alter, die sind alle crazy hier. Es ist eine Lobby mit vielen Japanern. Wie wir wissen, die Japaner sind in den Mario Kart cracked, egal auf welcher Elo. Da kannst du machen, was du willst. Ja, der wird das hier vielleicht durchschwimmen oder so. Hätte ich jetzt gemacht, auf jeden Fall, wenn ich einen Pilz gehabt hätte. Aber Rosalina chillt noch. Ist es Rosalina? Ne, ich glaube hinter mir. Ja, das ist ein Yoshi Teddy Buggy und eine Rosalina. Okay. Oh nein, voll auf den Dreck. Ah, gut ausgewichen. Ich glaube, ich cycle mal durch hier. Vielleicht kriege ich ein Horn. Ne, schade. Gut, dann cycle ich nochmal durch. Meine Banane ist zerstört mit dem Sternstift. Ah, oh, eine Bombe. Das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Ich sehe schon, es wird gleich noch eine Blue Shell kommen und einen Schock und alles. Nur um mir meinen ersten... oh, oder das. Ja, genau das hätte ich auch gemacht.
Wenn ich einen Pilz gehabt hätte, hätte ich genau das gemacht. Ich brauche einen Pilz für die, gleich für die Shortcuts. Dann wird das was. Oh. Okay, komm. Na, ah, shit. Nein. Nein, 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 nein. Ja! Noch einen Hit nach hinten. Let's go. Never mind. Excitebike ist doch gar nicht so bad. Aber ey. Zweiter Platz, zweimal hintereinander, nehme ich mit. Waluigi schlägt sich gut bisher. Die Map, wo ich nur eine Shortcut kann. Perfekt, top. Die am Ende. Diesen Gap Jump, den habe ich noch nie geschafft. Ich musste noch ein bisschen üben. Ich glaube, mit der Combo wäre er sowieso ein bisschen schwieriger geworden, weil man da, glaube ich, einen Super, also einen Ultra-Mini-Turbo braucht. Und der Mini-Turbo-Set ist zwar ganz okay von der Combo, aber wie wir wissen, gibt es Kombos, wo der um einiges besser ist. Und das ist auch eigentlich nicht meine Main-Combo. Und zu meiner neuen Main-Combo oder Lieblings-Combo werde ich auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Denn ich habe mich mal ein bisschen umprobiert in den letzten paar Tagen, ein bisschen neue Kombos ausprobiert und ich habe eine gefunden, die ich sehr cool finde. Auch optisch ist sie ganz nice. Heißt, mach mal nichts falsch. Und auch Mini-Turbo ist top, Speed ist nicht schlecht, Acceleration ist sowieso on top. Also, wenn ihr nicht verpassen wollt, was meine Favorite-Combo ist, dann unbedingt subscriben. Und genau hier hätte ich das jetzt machen müssen mit dem Stick nach vorne. Na, schade. Okay, erste Runde, Dritter. Dritter, sage ich, Fünfter. Mal schauen. Ja, hier, guck mal. Teddy Buggy, da ist noch ein Yoshi, da ist eine Birdo, was gleiches wie Yoshi. Alter, die Meter. Übernimmt Überhand. Und ich habe noch nie das Item, das Double-Item bekommen hier. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte, er geht auf mich. Let's fucking go. War das ein Gap-Jump gerade? Nee, der hat keinen Gap-Jump gemacht. Okay. Ich hoffe, ich kann die Pilze behalten für die Shortcut am Schluss. Da kann ich ein bisschen Lead aufbauen. Oder vielleicht irgendwie den da vorne überholen, weil ich glaube nicht, dass er als erster Pilze hat. So, nach unten. Scheiße, ich krieg das nie hin. Na, ja, der hat schon eine gute Führung aufgebaut. Ich behalte einen Pilz für, falls ich gehittet werde. Oder auch nicht. Nein! Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Violett, jawohl. Double Item. Oh ja, ne böses. Immer wenn ich in der dritten Runde Erster werde. Oh, ein Horn. Okay, das ist nice. Ich hoffe, der Hintergrund kriegt keine Red Shells jetzt. Ich behalte das Horn. Ich vertraue auf das Horn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war schlecht. Das war sehr, sehr schlecht. Aber ich habe ein gutes Lead. Ich habe sehr viel Vorsprung. Warum habe ich den Trick gerade nicht bekommen? Da einfach ein Mushroom auf dem Boden. Sehr nice. Okay, der war mal ausschlaggebend. Jetzt, let's fucking go. Erster! Woohoo! Let's go. Also, ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir einfach alle zurück zu Waluigi Wiggler. Ich glaube, Yoshi Teddy Buggy brauchen wir alle gar nicht mehr. Nochmal DK Mountain. Okay, auf dem ersten Platz zu starten ist vielleicht nicht mal so schlecht, weil wenn ich die Shortcut hitte, kann ich einen sehr guten Vorsprung aufbauen. Aber mal gucken. Für ein zweitplatziertes Item mitnehmen. Vielleicht krieg ich eine Münze oder sowas. Ja, okay, die Yoshi, geh weg. Wie er das trailt, ey. Cocky Bro. Cocky Little Man. Jetzt wäre zwar ein Mushroom ganz geil gewesen für die Shortcut hier, aber. Naja, es ist keine lebensnotwendige Shortcut. Kann man auch ohne. Oh Gott. Oh, der war schlecht. Nein, 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 den kann ich nicht nehmen. Ich habe keinen Mini-Turbo bekommen. Oh mein Gott, die Banane. Erstmal wegmachen den Red Shell da. Den wollen wir hier nicht im Game haben. Wow, ne, oben Shy Guy. Was mache ich? Bro, what the fuck? Aua. Oh, wohin? Alter, was passiert mit mir? Habe ich ihn gehittet? Safe, oder? Oh, shit. Eine Crazy 8. Das seltenste Item, glaube ich, oder? Oder eins der seltensten Items. Schade, kein Shock Dodge. Bam, 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 bam. Nein! Nein! Ey, alle, ach, Digga, alles auf einmal. Oh, der war nicht schlecht, glaube ich. Ey, ich bin immer zu weit rechts. Was mache ich denn falsch? Ich mache einiges falsch wahrscheinlich, ne? Alle Pros, die gerade zugucken, so, what the fuck is he doing? Bro, ich krieg kein Mini-Turbo. Okay, okay.
Wieso fahre ich genau da rein? Wieso habe ich den Pilz gesehen? Ich habe alles falsch gemacht gerade. Holy shit. Es ist wieder der weiße Yoshi, der das Lied hat. Der ist irgendwie richtig cracked. Oh nein, da kommt schnell. Alter. Wenn mich das gehittet hätte, ne? Alter, krass. Okay, ich muss die Shortcut jetzt hitten. Dann kann ich vielleicht noch irgendwas rausholen hier. Das ist mal die erste Runde, die jetzt nicht so knorke läuft. Bro, was ist das denn? Wohin? Hallo, dreh dich um! Was machst du, Waluigi? Hä? Dreh dich doch um! Wow, also die Runde wird wahrscheinlich alles entscheiden jetzt vom Placement her. Alter. Wow. Wow, wow, wow. Was macht das Game mit mir? Was macht das Game mit meinem Charakter? Oh mein Gott. Wow, okay, das ist krass. Zehnter, Digga. Boah. Okay. Da ging ja mal alles schief, was hätte schief laufen können. Es ist halt so krass, wie krass die Japaner die Online-Lobbys dominieren. Ne? Ich glaube, alleine hier sind es 9 oder 10 Japaner. Der Rest sind ich und, glaube ich, noch ein Engländer. Und das war's dann auch. Sunshine Airport. Wir haben noch 2 Runden mit Waluigi vor uns. Und dieser 10. Platz gerade eben wird einiges in der Gesamtplatzierung kaputt machen. Aber vielleicht läuft es ja mit Yoshi besser, keiner weiß. Wir werden sehen. Dann, wenn wir Yoshi spielen gleich, dann passen wir auf jeden Fall in die Lobby rein, weil hier ist gefühlt sowieso jeder Yoshi auf dem Teddy Buggy. Also von dem her finden wir da ein bisschen besser rein. Ich glaube, jetzt denkt sich jeder, der mich sieht, so, what the fuck, ist der stuck in Welle 3 oder die ganzen Jahre davor? Ja. Weil davor war, nein, ich wollte doch nicht oben lang. Ja gut, vielleicht besser jetzt gerade, wenn alle unten lang sind. Vielleicht besser. 9 Coins, sehr schön. Wir sammeln 10 Coins, sehr schön. 2 Red Shells, ich trail glaube ich mal ein. Oder ich besser gesagt, ich lag traile ein, weil sowieso immer Lag Trail ist. So, da ist mein Werfen, zack. Der hat eine Banane. Komm, noch rein, komm. Er hat noch was. Er hat 2 Block Items, okay, das ist lucky. Das ist sehr, sehr lucky. Wenn ich mal so lag. Oh, hell, na, was habe ich gemacht? Nein. Ja. Hey, was? What? Er wird doch. Er wird nicht gehittet, willst du mich verarschen? Ich hasse Lag Trails, ne? Es ist zwar ein verdammt faires System, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht und checkt, wie das funktioniert, dann weiß man auch, dass es. What the fuck? Okay, das ist aber nicht fair jetzt. Gehen wir aus dem Weg, scheiß Stern. Ha! Hat er gerade einen Stern nach einem Stern bekommen? Das ist unfair. Nein, ich habe den Sterneffekt nicht bekommen. Den Sterneffekt, sage ich. Den Pilzeffekt. Die ersten 3 Runden liefen so solide und jetzt sowas. Nein. Fuck, ich kann nicht snipen, ich bin so blöd dafür. Los! Nein! Mann, ich hit mich selber! Ich hab 2 Pilze gegessen, ich bin so scheiße gerade. Ich spiel komplett Müll. Nein! Okay, wie machen wir das hier? Auch Items. Ein fucking letzter, Alter. What the fuck? Ich krieg einen Stern. Was bringt mir ein Stern, Bro? Oh, nein. Ich ahne sehr Böses. Die sind schon im Ziel. Ja, die sind schon durch, ey. Junge, wieso kriegt jeder Kugelwilli außer ich? Ist das krass. Jeder kriegt einen Kugelwilli außer mir. 12. Zwölfter. Waluigi, ich glaube, du bist es auch nicht mehr. Okay, letzte Runde, Waluigi. Mal schauen, ob es nochmal gut wird oder nochmal komplett den Bach runtergeht, wie das gerade eben auf Sunshine Airport. Weil das war ja wieder eine absolut typische Flugrunde. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oh, ich werde schon wieder gebammt hier. Ich habe jetzt kurz die Lobby gewechselt, weil die gerade war irgendwie, da waren irgendwie wieder zu wenig Leute drin auf einmal. Ob diese Lobby hier besser ist, weiß ich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich mit der spiele jetzt. Wir werden sehen. Wir haben auf jeden Fall unsere Coins schon fast ganz oben. Ist schon mal nicht schlecht. Oh mein Gott. Das Problem ist, ich kenne auf dieser Map leider kaum Shortcuts. Heißt, ich habe den Vorteil schon mal nicht. Ah, ich habe den Jump nicht gemacht. Shit. Ich wollte Button und dann schütteln, weil durch Schütteln kann man ja auch Tricks ausführen, ohne Bewegungssteuerung anzuhaben. Das wissen viele gar nicht. Aber ich glaube, ein Shortcut ist ja da vorne mit dem, Piranha-Pflanzen-Papp-Ding da. Das kann man schumless nehmen, aber jetzt, wenn ich einen Pilz habe, dann nehme ich das mit dem Pilz, also ganz einfach. Muss jetzt nur gucken, dass ich hier irgendwie da unten hin. Ach, genau das nicht. Genau. Wohin? Bro, dieses Game. Es macht, was es will. Wieso? Hä?
Wieso hinter dem... Okay, ich verstehe gar nichts gerade. Ich verstehe hinten und vorne nichts. Aber okay. Coins fast wieder ganz oben. Oh mein Gott, das ist ein sehr schlechter Blooper. Nein, 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 nein. Double Trick, nice. Oh, oh. Ich bin Zweiter? Was? Na gut, ich glaube, ich sehe nichts jinxen. Ist es eigentlich oben besser oder unten? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich spiele die Map so selten und ich habe auch noch nie Time Trials gespielt mit der. Also, ich bin... Oh Gott, zum Glück vor den Items, ey. Zum Glück vor den Items. Oh, da hat einer einen Shock Dodge gemacht. Komm, werd groß, werd groß. Jawohl. Der Boost war wichtig. Aber wenn du groß bist, ist der Boost besser. Oh, nee. Stirb du erstmal. Habe ich sie getroffen oder nicht? Doch, oder? Ich glaube, oben durch fühle ich mich sicherer. Drei Pilze auf dem vierten. In dieser Strecke. Oh Gott. Okay. Trick. Schütteln. Geht nicht. Geil. Dritter, vierter? Dritter. Okay. Nochmal ein solides Placement zur letzten Runde mit Waluigi. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal, ob es mit Yoshi besser oder schlechter läuft. So, da sind wir mit Yoshi, Teddy Buggy, kleine Reifen und Papiergleiter. Und Rosalinas Eisplanet, dazu habe ich im gestrigen Short einen kleinen Trick erklärt. Also, falls ihr wissen wollt, was es ist, schaut euch das Short von gestern gerne an. So, ich muss mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen umgewöhnen, weil es ein bisschen sich anders spielen lässt. Aber was bei der Kombo auf jeden Fall geiler ist, ist, dass der Mini-Turbo besser ist. Ich weiß zwar nicht, wie viel, aber er ist schon auf jeden Fall bemerkbar besser als bei Waluigi. Oh mein Gott, Digga. Es ist schon wieder reines Chaos hier. Die neue Lobby ist ein reines Chaos. Weil, ich glaube, jetzt sind sogar noch mehr Japaner als davor. Ich glaube, ich bin der einzige Non-Japaner in dieser Lobby gerade. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, nee, außer vielleicht... Nee, ein anderer müsste noch sein. Ich und ein anderer sind die einzigen beiden, die keine Japaner sind in dieser Lobby. Nice. Ich weiß dann nicht, ob man die Shortcut so nehmen soll, aber... Oh, Yoshi, was war mit dir? Was hat Yoshi gemacht? So, jetzt bitte keine Münze, sondern eine Banane. Please. Einmal ge... Oh mein Gott. Oh, oder ein Shell. Auch gut. Okay. Yoshi fährt... Alter... Ja, ich merke schon, ich habe viel mehr Spaß mit Yoshi zu fahren. Scheiße, ich hab... Ah, shit. Ich hab kein Mini-Turbo bekommen. Weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Egal. Oh mein Gott. Wie viel Traction hat Yoshi? Hat Yoshi mehr Traction als jetzt zum Beispiel der Bewohner, der die gleichen Stats hat, außer halt bei Traction und Gewicht? Weiß gar nicht. Ich glaube, ich trail ein Item. Nicht, dass jetzt die ganzen Yoshis, die da hinten sind, alle Red Shells haben. Man will ja nichts riskieren. So. Dritte Runde. Ich habe ein bisschen Breakaway, aber nicht allzu viel. Oh mein Gott, ich habe kurz weggeguckt. Wenn ich jetzt weit auf die Map geguckt hätte, wäre ich von den Bananen da absolut genommen worden. Oh nein. Oh nein. Einer ist genau hinter mir. Scheiße, was mache ich denn? Bin ich dumm? Scheiße, Bro. Halt, eigentlich müsste man da einen Mini-Turbo-Trick machen, damit man oben durchfahren kann, weil der obere Weg auf jeden Fall schneller ist, aber... Oh nein. Ich sehe schon gleich, irgendwas Böses wird passieren. Ja, oh mein Gott, Greg, genau wo ich sage. Und jetzt kommen die ganzen Items. Und jetzt kommen die ganzen Items, pass auf. Wobei, Waluigi dürfte auch kein Item haben eigentlich. Der müsste auch nach dem Item-Set gehittet worden sein. Oh nein, er kommt. Ah, nevermind, okay, sehr gut. Erste Runde Yoshi, erster. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber wir wissen von eben, dass es genau gar nichts heißen muss. Weil bei Waluigi ging es danach auch drunter und drüber. Nach drei solide Runden war alles wieder weg. Es sind schon wieder nur 10 Leute in der Lobby. Wenn die Lobby sich nicht gleich füllt, dann werde ich wahrscheinlich lieben. Aber mal schauen, ob wir jetzt hier mit nur 10 Spielern trotzdem noch was reißen können. Aber mal gucken. Polarkreisparcours ist eine Map, die ich eigentlich sehr mag. Die ich aber irgendwie nicht so kann. Ich keine Ahnung, ich mag sie, aber ich kann sie nicht. Irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. So, jetzt werde ich wahrscheinlich die Shortcut fällen, weil ich gebumpt werde. Oh, oder nicht. Oh, eine Shortcut. Leider keine Double Shortcut. Schade. Okay. Der Trick hier ist, glaube ich, auf Gelb. Dann Double Item nehmen. Dann driften und dann auf Grün rüber wechseln. Ich glaube, das war der Trick hier. Irgendwie sowas. Ich habe zwar noch kein Shortcut-Video über die Map gemacht, aber kenn schon ein bisschen was. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice.
Ich cycle durch für ein Horn vielleicht. Das wäre ganz nice. Oder eine Bombe, auch nicht schlecht. Weil vor allem auf den Wegen hier, wo es so dünn eng ist, da kann man gut mal dafür sorgen, dass andere Leute aus dem Konzept gebracht werden. Ach du Scheiße, das war richtig scary gerade, weil ich komplett blind war. Ich habe einen richtig großen Vorsprung. Das ist richtig nice gerade. What the fuck? Na, ich würde mir gerade wünschen, dass ich die Banane nicht getrailt hätte, aber ich glaube, ich werde gleich los. Beim nächsten Itemset. Lass die legen. Oder wenn es ein Doppel-Item... Ne, vorne ist ein Einzel-Item, ne? Kein Doppel-Item. Ey, ich habe einen riesen Vorsprung. Holy shit. Na gut. Na, okay. Er wird kleiner. Ich muss besser fahren. Nein. Nein. Nicht nach den Items. Oh, shit. Wenn jetzt noch ein Schock oder noch eine Blue Shell kommt, dann war es das. Wieder auf 10 Münzen. Sehr nice. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Double Shotgun nicht hin. Ach du Scheiße. Na, also, solange ich eine hinkriege, ist ja gut. So, weg damit. Auf den Horn hoffen. Auf den Horn hoffen. Kein Horn, schade. Ja, aber nein, ich habe ein sehr solides Lead. Ich habe einen sehr soliden Vorsprung. Da kommt eine Blue Shell. Nein. Alter, ich dachte gerade, ich habe 2 Fails am Ende gehabt direkt, weil ich die Shortcut verkackt habe und eine Blue Shell. Trotzdem erster. Ich hatte einen riesigen Vorsprung einfach. Krass, Alter. Das ist echt nicht. Das ist krass. 2-mal hintereinander erster mit Yoshi. Not bad. Partystraße. Hier haben wir vielleicht Heimvorteil, weil auf dieser Straße oder auf dieser Karte das Teddy Buggy ganz groß mittendrin steht einfach. Weil es ja so eine Spielzeug-Map ist und das Teddy Buggy ist ja obviously ein Teddybär, ein Plüschtier, ein Spielzeug. Macht also Sinn, das Teddy Buggy hier zu haben. Aber ich glaube, diese Runde wird weniger gut laufen, weil ich absolut schlecht bin auf dieser Strecke. Ich bin wirklich miserabel. Ich glaube, das ist eine meiner schlechtesten Strecken. Habe ich zwar bei Excitebike auch schon gesagt, ja. Aber hier meine ich es wirklich. Ich werde so getrailt. Hier, Teddy Buggy, da war's. Nein! Nein! Was wurde ich gehittet? Das kann nicht wahr sein. Ach, Digga, ich... Genau das meinte ich. Oh, Mann, ey, das wird jetzt was. Boah, ich hätte die Banane. Ist das krass? Okay, jetzt brauche ich gute Items. Nein, Mann, immer durch so Backspam werde ich gehittet. Ohne Scheiß. Okay, komm. Bomberglatt. Oh Gott. Das kann nicht wahr sein. Das kann und darf nicht wahr sein. Ich werde die Shortcut nicht nehmen. Krieg sie eh nicht. Ey, Mann! Weißt du was? Wir wissen sowieso alle, dass es absolut keine Rolle spielt, was für eine Kombo man spielt, wenn man einfach so ein scheiß Game wie ich hat gerade. What the fuck? Alles tätet mich, wirklich. Jedes scheiß Item trifft mich. Egal auf welchem Platz. Vorne schießt der Sachen nach hinten, es trifft mich. Hinter mir schießen Leute random Sachen nach vorne, trifft mich auch. Bro, wann habe ich mal Ruhe? Ganz ehrlich, das ist einfach nur schlecht gerade. Das ist einfach nur wieder Average Flu Moments, wirklich. Nur mir passiert sowas. Noch nie habe ich das bei wem anders gesehen, wirklich. Es ist absolut grausam. Komm, gönn einfach ein Kugelvideo oder sowas jetzt. Oh mein Gott, das willst du. Die kannst du dir den Arsch schieben, die Scheißpilze. Mann, ich schaff diese Drecks-Shortcut nicht! Ich bin doch scheiße in dem Game, wirklich. Ich bin einfach scheiße. Ja, die sind schon über der Ziellinie, es ist schon wieder vorbei, ey. War Feuer, Hilfe. Heilige Scheiße, 9. 1.1.9. Das ist schon mal... Es geht schlecht weiter. Es geht sehr schlecht weiter. Ich bin echt gespannt. Also ich kann gerade jetzt nicht so schnell Kopf rechnen, aber ich bin gespannt, wie das Ergebnis gleich aussehen wird. Weil wir haben mit Yoshi 2-mal Erster gehabt, mit Waluigi hatten wir nur 1-mal Erster. Dafür bei Waluigi 1x12. Und 1x10. Und bis jetzt, also ich glaube, bis jetzt ist Yoshi allein von den ersten 3 Runden, ist jetzt Waluigi besser, weil Waluigi war 2., 2., 1. Bei Yoshi war es 1., 1., 9. Ach du Heilige, ey. Das wird eine Rechenaufgabe gleich. Nein, fuck. Ich krieg das nie hin da oben. Das ist schon hart. Schon hart da oben lang zu fahren. Keine Münze bekommen, GG. Oder habe ich einen bekommen? Ich habe gar nicht geschaut. Oh, ich weiß noch, wo ich einmal in so einen Swamp reingefahren bin. Einfach komplett 90 Grad
gedreht wurde und in die Lava gefahren bin. Das verstehe ich mir heute nicht. Wie das passiert ist, ey. Das sah auch aus, als wäre es irgendwie gescriptet oder so. Also wirklich, das sah nicht mehr feierlich. Oh, hell no. Oh fuck, er trailt so hart eine Banane. Er schmeißt sie so, oh mein Gott, du Bastard. Ich wusste es. Oh nö. Da einen Pilz zu usen war sehr dumm. Der war allerdings wieder gut. Oh mein Gott, ein Deutscher! Kein Japaner! Ein Deutscher! Let's go! Oh mein Gott, er ist Waluigi Wiggler. My Bro. Oh nein. Ja, das war klar. Und ich falle in die Lava eher nicht. Wow! Das ist frech. Aber wir sind immer noch zweiter, erster. Mein Waluigi. Nee, warte, wir sind zweiter, dritter. Shit. Du blöder Wichser, wirklich. Okay, ich sag nichts mehr, Digga. Du bist einfach nur ein Wichser. Scheiß Waluigi-User! Oh Gott. Ja. Es ist wieder letzte Runde. Last Round Curse. Komm schon. Bitte irgendwas noch. Mann, ey, alle sind schneller als ich. Zehnter! Bro, wir machen 1.1., 9.10. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was ist los? Der Deutsche in der Lobby hat einfach nur 4.000 Punkte. Der Rest hat alles um die 10.000. Dieses Matchmaking macht gar keinen Sinn. So, wenn Yoshi jetzt hier noch besser werden will als Waluigi, dann muss er jetzt noch zweimal gut performen. Weil dieser 9. und 10. Platz, der tut schon weh in der History da. So, ich glaube, ich trail den direkt. Am Anfang ist, glaube ich, immer... Ja, genau deswegen. Einfach mal die Leute ein bisschen nach hinten kicken. Der wurde aus irgendeinem Grund nicht gehittet. GG. Sah das nur bei mir so aus? Na gut. Wenn man bei sich auf dem Screen nicht gehittet wird, dann wird man nicht gehittet. Das ist ja Mario Kart Logic. Kennt man. Ich weiß da noch nicht genau, wie das ganze Lag-Trail-Zeug funktioniert, weil gerade ich werde sowieso immer gehittet, also es ist eigentlich egal. Wie mache ich das hier? Shit. Ah, ich hätte es. Ich glaube, ich mache ohne Gleiter. Mache ich einfach so. Und ich warte mit dem Red Shell bis nach dem Item-Set, genau. Genau so. 10 Münzen. Wie hat er das gedodged? Hä? Ist er in Goomba reingefahren oder sowas? Wie hat er das gedodged? So, jetzt nochmal. Einmal kannst du dodgen wahrscheinlich, ja. Das ist auch fein so. Aber kein zweites Mal. Wie dodgt der alles? Ah, nevermind, okay, da ist er. Nein. Aber warte, ich hab Panzer, alles gut. Sehr nice. Du schnell dodge, so will ich das sehen. Oh, der Schock hat mich sogar von der Red Shell bewahrt, sehr nice. Oh, ich hab ein bisschen Lead. Ich hab ein bisschen Führung. Bisschen was aber nur. Ganz wenig. Da kommt eine Kugelwilli. Oh nein, Blooper. Oh nein. Nein. Nicht in der letzten Runde wieder. Nicht in der letzten Runde, Bro. Es reicht. Nicht in der letzten Runde, wirklich. 3 Milliarden Red Shells. Was bringt mir eine Hupe, Bro? Ich werde die sowas von use einfach auf dem Itemset. Mann! Warum in der letzten Runde immer? Es ist so behindert! Wirklich, es ist so dumm. Es ist so behindert. Es ist so fucking... Jetzt brauche ich Triple Schuhe, bitte. Oh mein Gott, zweiter noch. Holy fuck. Oh. Junge, also das wäre wieder typisch gewesen. In der zweiten Runde, in der letzten Runde wieder. Ach, bitte. Aber noch mit den Shroom Cuts da noch zweiter rausgeholt. Sehr gut. Okay, noch eine Runde Yoshi und dann darf ich rechnen. Und als letzte Strecke Mario Kart Stadion. Eine der... die erste Strecke im ganzen Game. Mal schauen, wie es wird. Keine Münze, scheiße, ich bin kacke. Nein, ich hab verkackt. War Luigi jetzt als... Ja, er ist nicht bekommen. Hä, warte, hat er nicht einen Scooty noch gehabt, der Tut? Oder war das einfach ein anderer weißer Yoshi? Oh, oh. Okay, links. Und jetzt mit Pilz hier cutten, warte, achte. Oh, weiß ich nicht, wie gut das war. Er hat eine Bombe, shit. Er könnte so einen Toss machen. Oh, der war gut. Nice. War Luigi. Er hittet sich selber.
Hat's nicht was gebracht? Ja, hat's. Shit. Ich brauch den Pilz für den Endcut. Also, ich bleib erstmal vorne. Und zack. Oh mein Gott, ich habe jedes Mal Angst bei dem hier. Ich weiß nicht, ob das so krass schnell ist, aber ich meine, schlecht ist es nicht. Nein, 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 geh auf die Strecke, du Sau! Mann, wo fährst du hin? Egal, 10 Münzen. Solange jetzt nicht irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert, ist totally fine. Ich brauche jetzt Protection, ich brauche jetzt absolute Protection, jawohl, danke. Oh. Oh fuck. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Letzte Runde nochmal erster. Ich war gerade so focused, ich habe gerade einfach nichts gesagt. Oh mein Gott. Letzte Runde nochmal erster. Wir haben dreimal erster mit Yoshi, einmal zweiter und dann 9.10. Okay, ich rechne mal. Alles klar, ich habe alles zusammengerechnet und das Endresultat ist, dass Yoshi mit einem Average von 4 gewinnt, weil Waluigi ein Average von 5 hat. Also vor allem der 12. Platz bei Waluigi, der hat schon gescheppert. Aber dreimal erster mit Yoshi, das war schon nicht schlecht für das Endergebnis dann. Wenigstens ist es jetzt bestätigt, dass Yoshi Terry Buggy besser ist als Waluigi Wiggler.